Die nächste Bundestagswahl in Deutschland ist für das nächste Jahr angesetzt, aber der derzeitige politische Aufruhr könnte jeden Moment zu Neuwahlen führen. Der Mann, der am wahrscheinlichsten als Sieger hervorgeht, ist Friedrich Merz. Die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht's. Ich bin damit fein und ich unterstütze dies ausdrücklich. So Markus Söder, Vorsitzender der CSU. Söder wäre der beliebtere Kandidat gewesen. Aber es gelang ihm nicht, die Unterstützung von Friedrich Merz und der CDU zu gewinnen. Nun ruht die Hoffnung von Millionen von Menschen auf Merz. Die Unbeliebtheit der Regierungskoalition wird seine Chancen auf den Posten des nächsten Bundeskanzlers erhöhen. Die Unionsparteien haben doppelt so viel Unterstützung wie die Partei des derzeitigen Kanzlers, die Sozialdemokraten. Wenn am nächsten Sonntag Wahlen stattfinden würden, wäre die Union der klare Sieger und Merz müsste eine neue Koalition bilden. Die beiden wichtigsten Themen, die Merz anders angehen will, sind die Zuwanderung und die Wirtschaft. Sollte Merz Erfolg haben, würde dies seine lange Reihe von politischen Rückschlägen beenden. Von 2000 bis 2005 wurde Merz als möglicher Kanzlerkandidat der Union gesehen, doch Angela Merkel gewann und er ging in die Wirtschaft. Unter anderem leitete er den Aufsichtsrat der amerikanischen Investmentbank BlackRock. Merz versuchte 2018 ein politisches Comeback und konkurrierte mit Annegret Kramp-Karrenbauer um den Vorsitz der CDU, aber er verlor. Im Jahr 2020 beschloss Merz erneut zu kandidieren und verlor am 16. Januar 2021 gegen Armin Laschet. Erst nach einer verheerenden Wahlniederlage im Jahr 2021 akzeptierte die CDU Merz als Vorsitzenden. Aber er war immer noch nicht der sichere Kanzlerkandidat. Das änderte sich, nachdem Söder aus dem Rennen ausstieg. Der ehemalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg hat Merz jedoch über die Jahre hinweg unterstützt. Die beiden teilen gemeinsame politische Ansichten, einen gemeinsamen katholischen Glauben und ähnliche geschäftliche Erfolge. Am 17. Januar 2020 sagte Guttenberg der Deutschen Presseagentur, Zitat, für mich bleibt momentan als einziger unter den Unionspolitikern ein Friedrich Merz, den ich als durchaus für diese Aufgabe geeignet halte oder den ich wählen würde. Zitat Ende. In einer populären Talkshow am 10. September wurde Guttenberg gefragt, wen er unterstützt. Obwohl die Umfragen für Söder sprachen, unterstützte Guttenberg erneut Merz. In den folgenden Tagen erhielt Merz die Unterstützung einiger kritischer Parteimitglieder, die Söder unter Druck setzten, ihn ebenfalls zu unterstützen. Die biblische Prophezeiung zeigt, dass wir die deutsche Politik genau beobachten müssen. Fordern Sie ein kostenloses Exemplar von Deutschland und das Heilige Römische Reich an. In seinem Artikel Europa wird gekapert, schrieb der Chefredakteur der Posaune Gerald Flori, Zitat, die Europäer sind mit großen Krisen konfrontiert, darunter wirtschaftliche Instabilität, Terrorismus und illegale Einwanderung, sowie zunehmende Bedrohungen aus Asien. In Krisenzeiten scheren sich die Menschen weniger um die demokratischen Normen. Sie brauchen eine starke Führung. Dies muss von Deutschland kommen, so Europa heute dominiert und sogar beherrscht. Es ist das Kraftzentrum. Am Ende werden 10 Könige ihre militärische Macht an einen Mann abgeben und eine Supermacht bilden, die die Welt schockieren wird. Wir glauben, dass es einen obersten König über die 10 Könige geben wird. Es wäre allerdings auch möglich, dass es insgesamt nur 10 Könige geben wird und dass die Führung von Deutschland ausgeht. Aber ob dieser prophezeite Herrscher nun eine Position in Deutschland innehaben wird oder nicht, er wird jedenfalls Deutschland und den Rest dieses europäischen Konklamerits regieren. Zitat Ende. Seit vielen Jahren weist Herr Flori auf Freiherr zu Guttenberg als den Mann hin, der am ehesten die Rolle dieses obersten Königs übernehmen könnte. In diesem Zusammenhang hat Herr Flori eine Prophezeiung hervorgehoben, die lautet: Dann wird an seiner Stadt emporkommen ein verächtlicher Mensch, dem die Ehre des Thrones nicht zugedacht war. Der wird unerwartet kommen und sich durch Schränke die Herrschaft erschleichen. Das können Sie in Daniel 11, Vers 21 lesen. Diese Prophezeiung bezieht sich auf die Endzeit
unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu Christi, was Sie in Vers 35 lesen können. Dies ist dieselbe Zeit, auf die in Matthäus 24 und Offenbarung 17 Bezug genommen wird. Die weltweiten Ereignisse zeigen, dass wir uns der Erfüllung dieser Prophezeiung nähern. Halten Sie Ausschau nach einem starken Mann, der durch Schränke an die Macht kommt. Gutenbergs Aktionen könnten dabei eine Rolle spielen. Lesen Sie, ist K.T. zu Gutenberg dabei, an die Macht zu kommen, um mehr über die biblischen Prophezeiungen über diesen starken Mann zu erfahren und darüber, wie diese Prophezeiungen auf einen Anführer hinweisen, der bereits auf der Bildfläche erschienen ist. Mein Name ist Joseph Michels. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in der wir leben. Fragen und Kommentare können Sie gerne an info@dieposaune.de schreiben. Sie können uns auch telefonisch in unserer deutschsprachigen Büroabteilung erreichen unter der folgenden europäischen Telefonnummer 0032 2808 8830. Anrufe aus dem Fest- oder Mobilfunknetz sind sehr preiswert, je nach Anbieter maximal 19 Cent pro Minute. Bis zum nächsten Mal.